Hello, dear friends from the Fernsehen outside the Bildschirm. Nein. Das war perfektes Englisch, ich weiß. Ja, hallo, liebe Sportsfreunde, es ist wieder soweit. Es ist Topspielprognosenzeit und natürlich auch die dritte Liga, weil die darf man gar nicht vergessen. Ne? Die gerät gern mal in Vergessenheit, weil, ja, wo kann man sie großartig sehen? Ja, außer bei Magenta Sport zum Beispiel, um mal ein bisschen Werbung zu machen, oder bei den regionalen Sendern, die natürlich auch nie verkehrt sind, ne? Das muss man ab und zu mal sagen. Und die Regionalliga hat natürlich auch an Dramaturgie auch einiges zu bieten. Gerade was hier auch zum Beispiel die Aufstiegsplätze angeht, ne? Da stehen sie der zweiten Liga, wo man immer sagt, oh, die zweite Liga ist so spannend wie noch nie. Ja, dann sage ich euch mal, die dritte Liga, die steht eben in nichts nach, ne? Oben haben wir Magdeburg. Ja. Natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die haben wir auch diesmal wieder dabei, weil es ist Derby-Time. Ja, die werden auch unberührt bleiben. Hinten dran, meine Lautre, ach, ist schön. Ja, noch mit 50 Zählern hätten 53 haben können, hätten sich ein bisschen absetzen können gegen Braunschweig. So ist es halt nun mal. Aber dann Braunschweig, 48 Zähler. Saarbrücken, 46 Zähler. SV Waldhof, 46 Zähler. Osnabrück, 45 Zähler, TSV 1843 Zähler, Wiesbaden 43 Zähler, Dortmund 41 und Meppen zum Beispiel 41. Also, das sind die ersten 10 Plätze. Ihr merkt, da kann im Prinzip noch viel gehen. Also, ich sag mal, bis Tabellenplatz 7 oder 8 ist noch viel möglich. Ne? Also, die sollte man auf gar keinen Fall abschreiben. Ja? Aber Halle, Hammer, Halle, ja, haben sich auch mehr vorgenommen, sind momentan auf Platz 12 mit 35 Zählern, haben ihren Top-Stürmer verloren im Winter mit Terence Boyd. Tja, tut mir leid, liebe Halle, aber vielen Dank dafür, muss ich als lauterer Fan sagen. Ja. Dafür habt ihr Elias Huth gekriegt und der hat sich ja bei euch auch mittlerweile schon, glaube ich, gar nicht mal schlecht eingelebt. Aber Magdeburg ist natürlich das Nonplusultra momentan. Ne, da geht nichts dran vorbei. Ich glaube, wir bleiben in den schwarzen Trikots. Huth sehen wir auch, der ist direkt als Sturmspitze da vorhanden. Dann gucken wir mal, was wie es wie es aussieht da nach vorne. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was machen. So, okay. Ansonsten sieht es eigentlich ganz passabel aus. So. Sollte man noch jemanden erstmal rein? Ja, mal da. Das ist witzig. Halle hat ja den einen oder anderen auch Ex-Lautra drin. Mit Elias Ruth, Elias Huth, Löhmanns Röben, Derstroff war auch schon bei den Lautrern. Ja. Dann, den haben wir dann noch. Dann auf der, dann sehe ich hier Sternberg hier auf der, noch auf der Bank. Ne? Noch einen vielleicht. Sehe ich erstmal nicht, nee. Jetzt ist aber auch gut. Jetzt aber auch wieder gut, gell, ja. Genau. Naja, mal gucken. Es ist Derby-Time. Mal sehen, ob sie dem Derby gerecht werden. Halle natürlich will nicht weiter abfallen, ne, weil schon könnten sie auch ruckzuck vielleicht in die bedrohten Zonen kommen. Magdeburg muss einfach nur ihr Tagesgeschäft machen, ne. Und das auch noch daheim, das beherrschen sie. Richtig. Und naja, mal schauen. Ja, dazu nochmal einen Punkt. Mit einem Sieg der Magdeburger wären die Magdeburger aufgestiegen am heutigen Spieltag. Das muss ich mal vorstellen. FC Bayern der dritten Liga. Also liegt auch etwas Druck auf die Magdeburger. Wollen wir hoffen, dass sie es nicht versauen. Gegen ihre Erzfeinde. Oh. Enge! Den kriegt er noch? Ach, den kriegt er nicht mehr. Shit. Oh, der kommt gut. Oh, auf der Linie.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Franz. Alle. Oh. Angeschossen. Aua, aua! Was ist denn jetzt? Ja, ach, jetzt gibt der da Freistoß! Ah, ja, hallo. Was ist? Du liegst vor einer bei auf mir drauf, hallo? American Football wird immer noch immer andere Land gespielt, gell? Ach, gut, in Deutschland auch, aber. Oh. Naja. Ach, das habe ich. Ah, der ist. Ja. Weg. Ein Problem. Für den Riemann, gell? Riemann ist im Tor oder so. Ja. Riemann oder Reimann? Ich verwechsel hier mal. Ja, ja, Reimann, ich glaube auch. Reimann. Ach, was war das denn? Was ist denn hier? Die Maske ist noch nicht auf der Höhe. Der Druck ist halt hoch. Ach, das ist doch. Oh, da ist er dran. Oh, und Hut. Der Reimann. Der Ex-Lauter. Da ärgert er sich. Das wäre es doch gewesen. Gleich mal sich Respekt verschafft. Aber da. Ach, zu lang. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist ja das erste Mal, wo einer schimpft, dass es zu lang ist. Oh, oh ja! Sehr gut. Jetzt wird auch das erste Mal der Torwart der Haller gesetzt und schon wieder. Oh. Oh, und jetzt sehen wir, jetzt sind sie aufgerückt. Jetzt wollen sie ihr Spiel durchdrücken, ihr Offensivspiel. ja. Jetzt geht's los. Die Spritze. Ach, den hätte er anders annehmen müssen. Ist das ärgerlich. Landgraf. Und die Fans nur am Pfeifen. Man merkt, das ist ein richtiges Derby hier. Und der ballert den. Was macht er denn? Keine Bedrängnis und dann kloppt er den zum Eckball. Wenn das ist mal nicht recht. Komm raus! Müller. Oh, der Müller. Noch ein Müller. Ja, tatsächlich. Noch ein Müller, ja. Den lasst er durch, okay. Nur am Pfeifen die Fans, also zumindest bei mir, das ist krass. Sobald die Hallenser hier den Ball in der Hand haben, geht der Pfeifkonzert los. Ja, ja. Ach, wieder so blöde geblockt da. Und wieder Landgraf, der macht ja ein paar Meter. Ah! Die Magdeburger stehen aber gut. Oh Gott, da war keiner. Na? Schön. Sehr schön. Ach, der war ein bisschen zu optimistisch. Und wieder. Oh! Fehler! Und der macht es nicht! Er macht es nicht! Er macht es nicht! Und da ist er wieder! Der Müller, jawohl! Kann auch mal ein Torwart haben, wo gut hält. Nicht nur du! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja in Ordnung, was ist das jetzt? Eine Ecke? Oh. Weg damit! Oh, der kommt noch! Weg. Mach ihn noch Kopf! Oh, wie konnte den denn halten? Was ist denn hier los? Ja, Müller wächst heute über sich hinaus. Der kommt natürlich noch rein. Ah, weg damit! Und raus! Verteidigen! Ach. Oh, ne. Jetzt hatte ich schon die Taste gedrückt. Oh, jetzt kommt der Konter.
Was für ein verrücktes Derby hier. Ja! Da ist es. Das ist doch nicht wahr. Ja! Ach komm! Dieses Dreckspack. Es dauert keine 10 Minuten, es ist mir das 1-1 gefallen. Mark my words. Mark my words, ja? Jawohl, okay. Und dann würde es wieder passen mit deiner, wo du sagst, das ist alles geskriptet. Ja, ja, schauen wir mal nach. Eberwein. Der Eberwein. Ja, wenn man hier schon wieder dieses... Na, rauf da! Ah, jetzt... Ach komm! Jawohl. Mensch! Ja, ist richtig. Absolut, ja, Schiri, hast recht. Ich war mitten im Angriff. Darfst du nicht faulen? So, ja, ach. Das ist okay. Ja, ach. Ah! Ist er schon in der Box, Mensch? Ah. Ja, die Magdeburger haben schon mal besser gespielt. Jetzt wird doch der Druck etwas. Was ist denn das? Naja. Ja, man muss auch sagen, ne, so ein Derby beflügelt natürlich auch. Ne? Ist meistens das Match des Jahres. Und da wächst auch natürlich auch eine Mannschaft, die vielleicht in der Saison bisher noch nicht so glänzen konnte, immer mal wieder über sich hinaus. Ne? Ach komm, ein bisschen länger, Mensch! Weg. Ah, nicht schon wieder die Scheiße mit dem Eckball. Ah, raus! Ach, der war viel zu dicht. Okay, die 10 Minuten sind rum. Hat leider nicht gepackt. Mit dem geskripteten Tor. Oh. Aber dafür. Oh. Leute, jetzt werdet doch mal wach. What for a reaction here? Was für eine Reaktion? Das ist doch alles nicht wahr. Ja, genau. Ja, da ist es. Da ist es. Ja! Das ist doch... Okay. Jetzt gibt's eine Ansprache. Aber vom Feinsten, meine Freunde. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Derby 2-0 hinten zu liegen. Und schon wieder. Eberwein. Ach du Scheiße, ey. Und das kurz vor Halbzeit, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Antizipiert, wie der Abiturient das nennt. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Oh Mann. Okay. Ich brauche einen Plan. Mark my words, wenn das Spiel jetzt 3-2 für Magdeburg ausgeht, ey, dann rasier ich mir den Bart ab. Alter, ich nehme dich beim Wort jetzt. Das. Oh Mann. Das nehme ich jetzt beim Wort. Ja, das wollte ich vielleicht als Spendenziel nehmen beim großen Spendenstream. Okay, ja. Aber mal gucken. Gut. Ja, Magdeburg, ne, eventuell schon zu satt, vielleicht, ja. Ja, die denken sich, wir brauchen ja nur noch 3 Punkte, das holen wir lieber in einem anderen Spiel. Ah, aber, ne? Derby. Ja, es ist einfach, es geht nicht. Es ist zu Hause gegen Halle, Das ist das Schlimmste, was geht. Darfst nicht verlieren. Was ist denn das? Was schlaft ihr denn alle, sag mal? Ey, die anderen Spiele waren so top. Da war Spritzigkeit. Ihr wart agil und jetzt hier. Nee. Kann man sich nicht angucken. Ja, wenn man sich diese Pässe anguckt. Ganz schöne Fouls hier ohne Ende.
ey. Dann guck doch auch mal richtig da. Manometer. Oh. Was ist denn jetzt? Ach, abseits, komm, da standen noch zwei Leute. Ja, von dir. Nee. Ach, come on. Ach komm, ja, jetzt drückt er sich da noch. Siehst du gar nichts heute, ne? Ach, da. Unterschied wie Tag und Nacht hier. Guck dir doch mal diese. Die bauen sonst immer spritzig und alles. Es kommt ja nichts, kommt ja hier. Was ist denn das? Jetzt mach es doch. Herr Faul! Das ist doch ein Faul, Mann! Ja, da ist Derby-Stimmung am Start. Man merkt, weil es ist absolute Derby-Stimmung hier. Oh. Ach, so ein Scheißkopfball. Jetzt mach! Kopf doch die Scheiße da rein! Ja, und der Torwart schimpft. Das hätte man auch früher klären können. Man muss jetzt nicht. Oh, ey, die, also. Das ist nicht mein Machtebruch. Och, kommt, Leute. Was ist denn das jetzt? Oh, Scheiße. Abseits. Ja. Glück gehabt. Ja, ich habe auch gedacht, komm, er pfeift gerade mal nicht. Wow. Oh, nee. Also, das ist der letzte Müll hier. Boah. Halle spielt niemals so gut, ey. Aha. Ja, das muss ich jetzt noch. Ach komm. Ey, was ist denn jetzt? Spiel doch auch dahin, wo ein Typ ist, ey. Gott, oh Gott. So, jetzt wird's weggegrätscht. Oh. So schlecht, so schlecht, so schlecht, so schlecht. Hi. Schön. Und rein in den freien Raum. Mach den doch jetzt. Och nee. Ey, ach, Mann. Ah. Es ist zu einfach. Oh, Adic, jetzt aber. Oh, nein! Adic! Kann das 70 spielen? Dauert, bis er vor den Kasten kommt. Und dann das. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Alter, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Abseits. Slawakowski. Konnte geht. Konnte, wollte aber nicht. Ja. Wer es drauf geht, über Leistung gebracht. Das ist doch nicht wahr. Scheißendreck, ey. Also so schlecht habe ich die Magdeburger schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte man mal mit ein bisschen mehr Ruhe vorgehen. Ein bisschen mehr. Ja. Und da ist es! Der Anschlusstreffer! Und ein Flickflack von Schuler. Geht da noch was? Das ist die Frage. Was ist das für eine lahme Ente da? Kommt Leute vor. Nein, ich hab mich verdrückt. Nein. Ich hab mich verdrückt. Ich hab mich verdrückt. Ich auch grad. Das gibt. Och Mann, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Jetzt nimm doch nicht den Scheißkopf. Herzog. Gut auch. Jetzt wird es nochmal richtig spannend.
Meine scheiß Pumpe. Oh. Köpfe dein Ding darin! Menschenskindlerli! Und die wird schon wieder ins Aus. Mensch, warum macht ihr immer in die auf Ecke? Oh, no! Ah, Gott. Ich sprech zusammen. Es ist doch alles nicht wahr. Ey, nee, nee, nee. Ach komm! Was schnappst du? Ach komm! Ey. Ich sprech gleich ins. Jetzt geht doch rauf da! Oh. Und da kommt der Sternberg, der ehemalige Lauter. Kommt aber 1:1 Wechsel. Ey, oh. Wie kann man denn so eine Scheiße bauen? So wird das nie was. So kann man nicht gewinnen. Och, Leute. Ach, doch nicht zu denen. Ja, genau. Ach, komm. Ach. Ach. Nee. 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 Ach Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Oh Mann, 2:2 trennt sich da noch Halle gegen Magdeburg. Magdeburg rettet sich noch. Glücklich mit einem 2:0. Die Magdeburger, die Halle, haben so gut gekämpft, haben so ein gutes Spiel gemacht. Gerade Michael Eberwein mit 2 Toren. Hätten es verdient gehabt, sich zu belohnen. Wäre natürlich auch tabellarisch für sie wirklich gut gewesen. Aber ja, 87. Minute kommt dann Konte und ja. Vernichtet alle Hallischer Träume. Schade, schade. Aber gut, so ist es halt. Das ist halt Fußball. Das ist ja Gott sei Dank nicht zu dem, was wir schon gesagt haben, mit dem 3:2. Ja, aber naja. Lieber Schnabbi, was sagst du dazu? Ja, ich habe Puls. Ich habe Puls von 180. Ich hatte es ein bisschen mitgenommen, das Spiel. Ja, erste Halbzeit, ich dachte, ich bin echt im falschen Film. Aber die Ansage zur Halbzeit, die hat wohl ein bisschen geholfen. Ja, leider hat es nicht für 3 Punkte gereicht, war im Endeffekt ein schönes Spiel. Ein wirklich gutes Derby mit viel Emotionen, wie man gehört hat. Ja, also Magdeburg bisher dann noch nicht aufgestiegen, ist halt so. 1 Punkt reicht nicht aus, dann halt nächste Woche. Ja, wenn es dann so wäre, wie es hier gekommen ist. Wir werden es abwarten. Jedenfalls, das wäre natürlich absolut mal ein Derby, das ich sehen lassen kann. Ja, da kommt Konte und zerstört die Halle Hallischer Träume von einem Derby-Sieg. Schade, schade, aber so ist es halt. Das ist Fußball. Ja, das soll es von uns gewesen sein. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr das Ganze gesehen habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der Topspielprognose. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.
Schönen Samstag wünsche ich.